Herzlich willkommen bei Aragorn die Zwergenwald. Eigentlich bei Aragorn mein Hundeleben, aber Zwergenwald ist auch gut. Heute haben wir etwas Neues vorbereitet, respektive vorbereitet eigentlich nicht so groß. Ja, einfach, wir probieren mal was aus, eine spontane Idee. Genau. Weil der Trail wurde, also das Mantrailing wurde abgesagt, kurzfristig, und ja, wir wollen trotzdem was Cooles mit Aragorn machen, zur Beschäftigung. Auch wenn es nicht meine Lieblingsjahreszeit ist und kalt ist, aber der will ja trotzdem was erleben und ausgelastet sein, und deshalb Kappe an, Handschuhe an und die dicken Stiefel gesattelt. Ja, ich denke, wir werden uns jetzt vorbereiten, also wir werden heute eine Fährte legen. Ja, wir versuchen das mal. Wir versuchen es mal, ja, es ist das erste Mal jetzt, dass wir das machen, oder wir versuchen. Wir haben eigentlich keine Ahnung, ob wir das richtig machen. wir verlassen uns da jetzt einfach mal auf unseren gesunden Menschenstand, keine Ahnung, wir versuchen das jetzt mit dem Futterbeutel mal aufzubauen, dass er kapiert, ja, das, was der Futterbeutel ist, das soll er uns bringen, dann bekommt er das. Und beziehungsweise, nein, ich muss es anders sagen, dass er den Futterbeutel suchen soll und dass er dann den Inhalt bekommt. Und danach werden wir dann eine ganze, so eine Barfurst hinter uns herziehen, so eine Spur versuchen zu legen und mal schauen, ob er die dann findet. Ja, das Ziel ist ja, dass er auf jeden Fall auf eine Art ein Erfolgserlebnis hat, und ja, dann müssen wir schauen, dass er da einfach, dass er das auf jeden Fall findet. Genau. Vielleicht wird es auch ein bisschen einfacher, weil er ja erst im frischen Schnee sowieso die Spuren auch sieht, aber ja, gut. Das ist auch nicht schlimm. Ja, dann macht nichts. Zum Aufbau. Soll es jetzt auf jeden Fall. Genau, zum Aufbau ist es sicher gut. Ja. Genau, ein Erfolgserlebnis haben. Schauen wir mal, wie das rauskommt, und ich würde sagen, nehmen wir euch mit auf diese Reise. Reise. Also ich habe jetzt hier mal so einen Burger, also nicht unseren Hamburger, sondern einfach so einen Barf-Burger, und gebe jetzt das mal so in diesen Futterbeutel und hol mal Aragorn zu mir. Aragorn, komm! Gut! Aragorn sitzt. Warte. Jetzt kommt er kurz dran riechen. Warte. Aragorn? So. Okay. Du springen. Also das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Wir haben schon lange nicht mehr mit dem Futterbeutel trainiert, eigentlich seit Welpe nicht mehr, müssen wir zugeben. Da hat er jetzt wahrscheinlich nicht ganz begriffen, was er damit anfangen soll, und auf das Kommando bringen hat er auch nicht so gut reagiert. Ja, müssen wir wieder besser trainieren, ne? Aber ja, wir machen das jetzt nochmal und nehmen jetzt ja nochmal so ein Stück. Und er soll das ja bringen, damit er nicht einfach, was er draußen findet, nicht einfach selber frisst, sondern dass er das anzeigt und bringt. Oder ja, dass wir ihm quasi das Futter geben können. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so schlau aufgebaut ist, aber wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir es nicht besser wissen. Warte. Aragorn, so. Ja,
Ja, nimm es, Aragorn. Aragorn. Gut. Ja, gut. Nimm es. Ja, ja. Gut. Springen. Aragorn. Springen. 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 Komm, du springen. Ja, also ich glaube, er wird langsam kapieren, dass es nichts bringt, wenn er es nicht bringt. Also wenn er das selber, kriegt er das nicht auf mit dem Reißverschluss. Und er wird merken, dass es für ihn mehr rendiert, wenn er es zu uns bringt. Ja, eigentlich sollte er ja hören, wenn man es sagt. Das hat jetzt überhaupt nicht gut geklappt. Knöpfe, warte. Super! Gut! Ja, super! Das ist gut! Komm, springen! Aragorn! Nimm's! Aragorn! Ja, springen! Gut! Besser. Übrigens noch nicht auf die Hand, aber doch immerhin. Also, das war jetzt noch einfacher. Hat jetzt zuschauen können, wo ich das versteckt habe. Jetzt machen wir das ein bisschen schwieriger. Dass er wirklich langsam auch die Nase etwas brauchen muss. Ich glaube, jetzt hat er verstanden, worum es geht. Schmecken. Warte. Aragorn, komm. Hier. So. Wir helfen ihm jetzt ein bisschen, indem wir hier stehen bleiben, weil ich bin ja vorhin hier hineingegangen. Er hat das vorhin richtig in der Nase gehabt. Ja, gut. Ja, gut. Super. Ja, so. Aragorn, such! Ja, gut! Ja, super! Das ist ja gut! Ja, such! Ja, super! Ja, gut! Ja, ja, ja! Such! Ja, ja!
Ja gut, ja super, ja nimm. Ja, ja ist ja gut. Ja ist ja gut. Ja komm. Komm, bringen. Aragorn. Hey. Aragorn. Komm. Springen. Ja, super. Da ist ein guter. Ja, super. Komm. Du springen. Hey. Aragorn. Aragorn. Hey. Springen. Hey. Ja, ja. Gut. Da ist ein guter. Ja, super. Ja, das ist ein guter. Ja, super. Ja, das ist ein guter. Ja, super. Schon ein Fortschritt. Wahnsinnsfortschritt, ja. Ja, ja, immerhin. Babyschritte voran. Nein, ich glaube, das ist nicht schlecht. Hä? Immerhin, also vom ersten gleich nebenan werfen, dann ein bisschen verstecken, wo er noch mitschauen konnte, Abstand vergrößern. Jetzt vorhin hat er gar nicht mehr gesehen, wo ich es versteckt habe. Also er musste wirklich die Nase brauchen, hat das gut gemacht. Frecher Kein. Also der ist voll... Fertig. Der ist voll bei der Sache und ich glaube, das gefällt dem super, super gut. Ja, und jetzt hat er es doch immerhin schon kapiert, das zu bringen. Das ist schon, für mich ist das jetzt, ich finde, das ist ein Fortschritt. Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Profis, die dann sagen, oh mein Gott, was tun die da? Keine Ahnung, aber ja, ich glaube, ihm macht es Spaß und dann macht es uns auch Spaß. Machen wir noch eine Runde. Er hat es gefunden, eigentlich. Ja, ja. Ja, super, nimm! Möchtest du das denn? Nimm, Aragorn, was willst du? Checkt's nicht. Das war jetzt vielleicht etwas zu schwierig, keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht, ich denke, er ist zu wenig scharf auf den Beutel. Ja, vielleicht muss da noch was Leckeres rein. Also wir haben jetzt da noch eine ganze, so eine Bartwurst. ja, das ist einfach Wildfleisch mit ein bisschen Karotten und so, Spaghetti und so, eben eine Bartwurst. Stefan versucht jetzt mal so eine Spur zu legen.
Ja, der ist jetzt schon ganz, ganz gespannt, was da abgeht gleich. Du warte. Nein. Dann versuchen wir es. Alle komm. Such. Er nimmt die Abkürzung. Unglaublich. Irgendetwas hat er in der Nase. He? Er hat die Fährte, aber es ist umgekehrt. Er läuft jetzt in die falsche Richtung. Aber er hat die Spur in der Nase. He? Hilfe ist auf der Nase. Aragon! Aragon! Komm! Schau! 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 Ich bin hier oben durchgelaufen. Hier zurück. Und mit der Wurst bin ich hier rein. Such! Gut! Ja, das ist gut! Das ist gut! Ja, das ist gut! Ja, das ist gut! Ja, super! Bringen! Komm, bringen! Nimm's! Nimm den Büttel! Nimm den Büttel! Ja, gut! Jetzt ist der noch abgeschießt. Bringen! Und bringen! Ja, ja, jetzt ist er noch abgeschießt. Aragon, bringen! Aragon, komm, bringen! Nimm! Bringen! Gut, ja, super! Ja, gut! Das ist gut! Das ist ja gut. Ich drücke noch halb auf. Hey! Ich gebe ihm sie. Die ganze? Aber willst du es nochmal machen? Wenn nochmal. Ich kann es probieren. Das ist ja gut. Nimm noch ein bisschen. Ja, nimm noch. Gut. Super. Gut, Aragon, komm bringen! Bringen!
bringen. Argon, bringen. Argon. Ja, bringen. Gut, ja, super. Ja, super. Das ist ja gut. Ja. Ja, was war das jetzt? War das jetzt ein Erfolg oder eher ein Misserfolg? Das ist schwierig zu sagen. Also, perfekt war es noch lange nicht. Nein, es war jetzt mal ein erster Versuch. Und wir wissen halt auch nicht, ob... wir haben wahrscheinlich das sicher nicht ganz korrekt aufgebaut oder... Es ist halt schwierig, ob wir Schritte vergessen haben, ob das jetzt gut war für ein erstes Mal oder... ob wir jetzt da was, für uns natürlich total schwierig zu beurteilen, was davon jetzt gut war und was nicht so. Es war jetzt wirklich so ein erster Versuch. Ja, einfach, ich glaube, er hat die Nase brauchen können, er hat den Kopf brauchen können und Spaß hat es ihm auch gemacht. Das war ja sicher mal das Wichtigste. Auf jeden Fall, ja. Und er hat ja immer mit einem Erfolg abgeschlossen, er hat es immer gefunden. Genau, genau. Ist sicherlich auch ein bisschen aufgeregt gewesen, nicht so ruhig und ja, fokussiert auch, vielleicht. Auch ein bisschen normal, denke ich, weil ja eben, es ist ja natürlich was Aufregendes für ihn, was Spannendes. Vorhin waren noch zwei andere Hunde, kamen von weit her entgegen und da musste ich ihn ein bisschen festhalten, weil das war, glaube ich, jetzt ein bisschen viel. Es war jetzt zum Warten relativ kalt, also er hat sonst nicht so schnell kalt, aber jetzt habe ich schon gemerkt, er hat ein bisschen kalt gehabt, wenn er so warten musste. Und dann eben die zwei anderen Hunde, die entgegenkamen. Ja, du warst in der Mitte zwischen den anderen Hunden und ihm. Dann diese Wurst und dieser Geruch und die Aufregung und alles war, glaube ich, gerade ein bisschen viel. Ein bisschen viel, ja. Und da konnte er sich, glaube ich, noch nicht genug beherrschen. Und dann habe ich ihn ein bisschen zurückhalten müssen. Und also es war nicht schlimm, aber er hat dann ein bisschen rumgebellt und rumgeblufft. Also wahrscheinlich auch ein bisschen... was machen die jetzt da und was wollen die jetzt? Und er war natürlich jetzt nicht wirklich frei, weil ja, hätte war, man ihn freigelassen. Eine unglückliche Situation. Ja, es war blöd. Ja. Und die anderen Hunde, vielleicht dachte er auch, ja, die fressen jetzt meine Wurst weg. schwer zu sagen, aber ja, das konnte ich jetzt vorhin gar nicht filmen, weil ja, ich habe dann halt auch die Hand nicht mehr frei gehabt. Und das wäre dann alles total verwackelt gewesen und fremde Leute kann man ja auch nicht einfach so ungefragt filmen und so. Aber schlussendlich eben, dann dieser andere Halter hat es gut gemacht, er hat seine Hunde zu sich gerufen und ist dann einen anderen Weg gegangen, irgendwo weiter oben. Und dann war wieder Ruhe. Und dann kam Stefan zurück, ja. Und dann konnte Aragorn ja auch diese Wurst suchen und er hat sie ja dann auch gefunden. Ja, er ist... Was ist das noch nicht schön? Ja, er ist nicht... So, ich, aber okay. Beim Suchen ist er auch nicht der Spur entlang, sondern er... Ja, er hat die Nase eigentlich mehr in der Luft gehabt als am Boden. Also er hat nicht die Spur so direkt verfolgt, sondern eher so... Auf gut Glück... Nein, wie sagst du das? Er ist nicht der Spur nach, er ist einfach zickzack im Zeug rumgesäckelt. Ja, ich glaube, er hatte schon was in der Nase. Also er hat ja die Nase recht eingesetzt. Ich weiß nur nicht, ob er vielleicht war das auch alles in zu großen Schritten aufgebaut. Im Mantrailing macht man ja ganz kleine Schritte im Aufbau und das über Wochen hinweg. Vielleicht war das jetzt einfach alles ein bisschen zu viel. Ja, genau. Zu große Schritte, genau. Keine Ahnung. Aber also ich denke, ob das jetzt zielführend wäre, längerfristig, ist fraglich. Das müsste man sicher jetzt auch noch mit einem Trainer anschauen und richtig aufbauen eben, weil es gibt ja auch Kurse für Pferden. Genau. Also ich denke, für das erste Mal, er hat es immer gefunden, es hat ihm Spaß gemacht. Ich denke, wir müssen uns noch einmal besser informieren, wie man das genau macht. Und eventuell habt ja auch ihr Tipps für uns, wie man das aufbauen kann, ob wir welche Fehler wir gemacht haben und was gut war. Wir würden uns sehr freuen über eure Meinung. Schreibt es uns in die Kommentare. Gibt es Mützen, die nicht jucken? Du musst sie füttern, damit sie nicht beißt. Ja. Genau. Da läuft das. Ja, und ich denke, da
Wir werden sicherlich wieder ein Video machen darüber, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind. Und bis dahin danken wir euch fürs Zusehen. Und wünschen euch viel Spaß im Schnee. Abonnieren nicht vergessen. Liken. Und kommentieren. Bis bald. Tschüss.